Moin Moin Leute, heute geht's mal wieder ans Kochen. Ich bin in meinem Bushcraft Camp, genieße hier den Tag. Es regnet nicht, es ist nicht zu kalt. Wetter ist eigentlich für den Wald genau richtig. Ich möchte heute mit euch kochen und zwar Nudelschinkengratin. Für Nudelschinkengratin braucht ihr 350 Gramm Spiralnudeln, 300 Gramm gekochter Schinken in Würfeln, aber ich wusste nicht, wo es Würfel gibt, deswegen habe ich Scheiben genommen und die dann zerschnitten, das sollte auch gehen. 800 Milliliter Fleischbrühe, genau, die habe ich schon mal vorbereitet. 150 Gramm geriebener Käse, 200 Milliliter Sahne, 1 Esslöffel Tomatenmark, 1 Teelöffel Paprikapulver, 1 halben Teelöffel Pfeffer und 1 halben Teelöffel Salz, 1 Prise Muskatnuss und 1 Lorbeerblatt. Das Rezept ist wirklich einfach. Die Nudeln kommen in den Topf. Zack. Dann kommt der Schinken in den Topf. Dann wird das Ganze ein bisschen verrührt. Ein Esslöffel Tomatenmark, das wird jetzt zu einer Soße. Nein, das wollte ich doch gar nicht reintun. Da sollst du doch rein. Jetzt kommt der Teelöffel Paprikapulver. Ja, das ist, glaube ich, ungefähr ein Teelöffel. Halber Teelöffel Pfeffer. Ein halber Teelöffel Salz. Also das nicht schon ein bisschen viel war. Die Brühe und die Sahne. Jetzt das Ganze verrühren und das war's eigentlich schon. Na, das Tomatenmark hat sich aber nicht gut aufgelöst. Egal, noch ein bisschen rühren. Jetzt kommt der Käse und dann kommt das Ganze auch schon übers Feuer. Wenn ihr das zu Hause nachkochen wollt, kommen auf den Deckel 9 Briketts und unter den Deckel 6 Briketts. Und dann lässt man das ca. 30 bis 40 Minuten garen. Mal gucken, ob das klappt. Jetzt kommt das Ganze übers Feuer. Was ist denn der Deckel? Da. Schub ihn rein. Das wird zwar. Das sieht doch gut aus. Jetzt noch mal 9 Briketts auf den Deckel und dann 30 bis 40 Minuten warten.
Ich habe wie immer das Lorbeerblatt vergessen. Noch 10 Minuten oder 15. Das sieht schon ganz geil aus eigentlich. Bin ja gespannt, ob es auch schmeckt. Die Zeit ist um. Jetzt nehme ich das Ganze mal vom Feuer und guck mal, wie weit es ist. Jetzt bin ich ja gespannt. Ja. Wenn die ganze Kacke jetzt umfällt, bringt mir das nichts. Das sieht geil aus. So, meine Lieben, Essen ist fertig. Jetzt werde ich mal probieren. Boah, das sieht aber gut aus. Ein bisschen Tannennadeln, das ist nicht schlimm. Das sieht echt so geil aus. Lecker. Heiß. Puh. Oh. Oh. Ist das geil, Alter. Pack mir mal ein bisschen was vom Teller. Auf dem Rezept steht, dass das Ganze für 3 bis 4 Portionen ist. Das Ganze ist abgekühlt, ich habe noch ein bisschen Holz nachgelegt. Oh, habe ich einen Hunger. Wirklich gut. Ich werde jetzt erstmal in Ruhe aufessen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert dort den Kanal und gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr schon alles gekocht habt. Ich werde jetzt in Ruhe mümmeln, vielleicht noch in die Hängematte, nochmal ans Feuer, ein bisschen Kaffee trinken und dann geht's heute Abend auch nach Hause. Ich hoffe, euch geht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Gute und tschüss. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly.